Ja, guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Heute stehe ich hier im Sitzungssaal der Burj Club und es freut mich, dass wir heute 1000. Follower für unseren Instagram-Kanal und YouTube-Kanal und Facebook-Kanal heute was übergeben wollen. Es ist für uns einfach eine tolle Sache. Seit März letzten Jahres sind diese Kanäle eingerichtet. Immerhin haben wir es jetzt erreicht, dass wir vierstellig eine Gewinnerin ausloben können. Und es ergänzt gerade diese Kanäle, ergänzt unsere sozialen Kommunikationskanäle der Stadt, der neben den touristischen Angeboten, insbesondere auch den Auftritt in Facebook. Sie wissen, jede Woche mache ich ja auch einen Film in Facebook oder auch im YouTube-Kanal, einfach und im Dorffunk. Wir überlegen wollen und näher kommen wollen mit Informationen. Wir haben auch eine Mängel-App eingerichtet, wo Sie sich melden können, wenn Ihnen was auffällt. Und neben diesen abwechslungsreichen Impressionen aus Bingen finden auch immer Interessierte irgendwas im Instagram-Kanal, von uns. Ich sage es bereits, wir sind sehr stark, unsere Kulturangebote wollen wir darüber auch mit bewerben und vorstellen. Es gibt auch den Archivdienstag, es gibt das Bookface, Beiträge der Bücherei oder Neues aus dem Museum am Strom zum Beispiel. Auch Veranstaltungen werden da immer beworben und vorgestellt. Also es ist ein gern geklickter Dauerbrenner für diese Kanäle. Allen Kulturinteressierten darf ich nur empfehlen, klicken Sie sich mal ein bei uns, informieren Sie sich, was wir da alles hier haben und abonnieren Sie auch diese Kanäle. Es wird mich freuen, oder uns in dem Team wird das freuen, wenn Sie diese Kanäle abonnieren. Es lohnt sich. Unsere 1000. Followerin stammt aus Bingen, lebt aber mittlerweile in den Niederlanden und dann zeigt sich, dass doch unser Angebot weit über die Stadtgrenze hinaus wahrgenommen wird, auch im Nachbarland Niederlande ihren Zuschlag findet. Und es freut mich, dass ich heute mit diesem Rucksack einfach mal Sie belobigen darf und auch Ihren darf. Genauso haben wir einen Wein, wir haben auch unsere Broschüre drin. Und da soll es auch nicht bei dem 1000. bleiben. Wir würden natürlich auch den 500. Followerinnen der Follower beglückwünschen wollen und auch was geben wollen oder auch den 2000. Also, wir sind bemüht, in der neuen, im 21. Jahrhundert anzukommen. Und es freut mich, wenn Sie einfach diese Kanäle abonnieren und auch hier mit sich einklinken und auch sich informieren. In diesem Sinn, bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie unsere sozialen Kanäle und bleiben Sie somit auch auf dem Laufenden. Ihr, euer Oberbürgermeister Thomas Heser.